Herzlich willkommen zum Geocaching mit Sportlexikon. Geocaching ist eine tolle Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen. Es geht darum, die Schätze, die sogenannten Caches dort draußen zu finden. Wo diese genau versteckt sind, das findest du in der App. Die Software ist für Apple und Android kostenlos verfügbar. Die Links hierfür findest du unter dem Video in der Infobox. Der Anmeldevorgang für Apple ist im Bild eingeblendet. Geocaching ist somit eine Schnitzeljagd, die fixfertig vorbereitet ist und nur mehr darauf wartet, von dir ausprobiert zu werden. Nach dem Anmeldevorgang wählst du ein grünes Symbol in deiner Nähe aus, klickst auf Start und schon geht's los. Das Allerwichtigste für dich ist jedoch, ständig den Verkehr im Auge zu haben. Die App führt dich dann zum Versteck. Während des Orientierens ist es jedoch wichtig, immer an einer sicheren Stelle stehen zu bleiben und die Suche erst fortzusetzen, wenn du wieder weißt, wohin. Am besagten Ort angekommen, beginnt nun die tatsächliche Suche. Kannst du keinen Cache finden, sind in der App unter dem Button Hinweise raffinierte Tipps, die dir bei der Suche helfen. Weiters findest du im Menü unter dem Punkt Beschreibung einen historischen Text zur Umgebung. Unter dem Menüpunkt Aktivität kannst du sehen, wann der Cache das letzte Mal gefunden wurde. Und unter dem Punkt Attribute findest du weitere Hinweise zum Cache. Hierbei ist besonders wichtig, auf die Muggels zu achten. Muggels sind andere Personen, die vom Geocachen nichts wissen und vor denen man unbedingt den Schatz schützen muss. In einem Geocache findest du dann ein Logbuch, in das du dich mit einem Kugelschreiber einträgst. Danach versteckst du den Cache wieder an derselben Stelle, ohne dass du dabei von Muggels beobachtet wirst.